Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement zu einer neuen Folge TBTV. Wir werden heute mal eine neue Platte bauen. Ja, warum eine Platte und was für eine Platte? Also, ich habe das neue Battlegroup Torch Buch bekommen, habe dann gesehen, dass der Pierce Brand, der Mitschreiberling vom Battlegroup, eine Tunesien-Platte gebaut hat und dachte mir, wow, sowas will ich auch haben. Und gerade so diesen Abschnitt finde ich ganz interessant, weil es so ein Mittelding ist zwischen Wüste und mehr Vegetation. Und ihr seht schon hier im Vordergrund die fertige Platte. Sie steht ein bisschen wild durcheinander, weil noch die Ränder geschwärzt sind und die trocknen gerade noch. Aber ihr werdet das Ganze jetzt von Anfang bis Ende sehen können, wie ich da vorgegangen bin. Es ging auch relativ schnell. Es ist eine recht einfache Platte von der Struktur her. Ich habe diesmal wieder auf 6 Modulen gebaut, also sprich 1,80 x 1,20 Grundfläche, habe aber die Module wieder auf 60 x 60 geteilt, damit ich einfach ein bisschen mehr Variation habe. Das heißt, ich habe nicht nur 3 Module, die ich vielleicht untereinander tauschen kann. Nein, ich habe jetzt 6 Module, die ich ineinander drehen kann, mit Straßenverläufen etc. Das gibt einfach nochmal so ein bisschen mehr Variation. Und ansonsten ist es nicht so wirklich viel Gelände, weil, na klar, wir haben eine Region, da ist nicht so viel. Wir haben so ein bisschen hügelig, wir haben so noch so Sandhügel, wir haben ein bisschen Felsgestein. Wir haben natürlich erste Vegetation, es ist doch recht viel Vegetation geworden. Und das zeige ich euch heute in dem Video, wie ich dabei vorgegangen bin, welche Techniken ich angewendet habe und das in einer relativ kurzen Zeit. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Hoffe, kann euch da so ein bisschen anregen mit, selbst mal wieder Platten zu bauen und nicht Matten zu kaufen. Und, apropos Matten kaufen. Ich habe mir tatsächlich, das ist jetzt fernab von dem Thema, aber ich habe mir tatsächlich letzte Woche auch eine Matte gekauft. Und zwar für Blood Red Skies. Die zeige ich euch mal, die ist wirklich geil, bin ich echt überzeugt von. So, aber zurück zum Plattenbau. Wir beginnen mit dem blanken Styrodur. Und zum Schluss haben wir eine komplett fertige Platte. Viel Spaß! Ja, legen wir auch direkt los. Was brauchen wir natürlich als erstes? Wir brauchen Styrodurmodule und wir werden das Ganze diesmal nicht auf 3 Modulen bauen, sondern wir werden das Ganze auf 6 Modulen bauen. Sprich, wir nehmen uns 3 große Styrodurplatten und die werden wir jetzt einmal in der Mitte teilen, beziehungsweise wir müssen uns etwas konkreter zurechtschneiden, weil diese Platten sind einfach haben ein anderes Maß. Wir messen das gleich mal genau aus. Aber als erstes müssen wir natürlich diese Stufenfalz entfernen, damit wir auch unseren Rahmen darum kriegen. Das werde ich jetzt als erstes machen. Einfach mit dem Cutter auf einer geraden Fläche lang gehen. Zack, einmal wegschneiden, wegknicken, fertig. Ja, das werde ich jetzt als erstes machen und dann werden wir die ganze Platte mal ausmessen und messen uns die entsprechenden Module zu. Ja, die Stufenfalz ist nun weggeschnitten. Jetzt müssen wir uns natürlich, um wirklich quadratische Module zu bekommen, müssen wir uns mal ausmessen. Diese Module sind 58,1 sind sie breit. Lang haben wir 1,24 Meter. Das heißt, sie sind also größer wie 1,20. Wir haben auf der anderen Seite aber nur 58,1. Das heißt, wir müssen uns jetzt genau 58,1 abmessen, damit wir dann auch wirklich. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an diesen Styrodurplatten, weil sie nicht genau das Maß haben, 1,20 x 1,60. Beziehungsweise sind mit der Stufenfalz sind sie ja noch größer. Aber das ist kein Problem. Das heißt, wir zeichnen uns das jetzt einfach hier mal ein, schneiden mit dem Cutter einmal lang und brechen es an der Tischkante runter. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso und mit den anderen zwei Platten genauso. Und dann haben wir 6 quadratische Module. Unsere Module sind jetzt fertig geschnitten. Das ist jetzt nicht akkurat gerade geschnitten, aber ihr könnt das mit einem Cutter und einem Stahllinear super machen. Einfach langschneiden, an der Tischkante runterbrechen. Ihr gleicht das mit den Holzleisten wieder aus. So, jetzt kümmern wir uns um die Holzleisten. Ich habe hier ganz normale, stinknormale 3 cm hohe Holzleisten. Das heißt, die passen also genau an unser Styrodurmodul. Und die müssen wir uns jetzt zurechtsägen. Wir schneiden die auch jetzt nicht auf Gehrung oder so, das kostet alles zu viel Zeit und eine Gehrungssäge habe ich auch nicht, von daher, ich klebe die immer auf Stoß, das hält genauso gut. Und schneide die ganz normal mit so einer Japan-Säge, das geht sehr, sehr gut. Und ich schneide jetzt sämtliche Holzleisten zurecht und dann kleben wir die Holzleisten einfach mit Baukleber dran, das geht relativ schnell. Und mit Leim dauert das einfach zu lange. Dadurch, dass die Holzleisten noch nicht vorbehandelt sind, würde uns der Holzleim auch das Holz aufquellen lassen.
Genauso auch mit Acryl. Also niemals mit Acryl kleben, weil Acryl braucht einfach viel zu lange, um zu trocknen. Das heißt, die Feuchtigkeit des Acryls zieht in die Holzleiste und lässt eure Holzleiste aufquellen und verbiegt sich. Deswegen immer Baukleber nehmen oder ihr könnt auch zum Beispiel Heißkleber nehmen. Das ist auch kein Problem, nur da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil Heißkleber frisst sich natürlich in der Styrodur rein. Aber ich mache ganz gerne auch eine Mischung aus Baukleber und an den Ecken nehme ich Heißkleber, damit es halt direkt fixiert wird. Ja, ich werde jetzt erstmal alle Holzleisten zurechtsägen und dann sehen wir uns zum Kleben wieder. So, nun haben wir alle unsere Holzleisten geschnitten und jetzt geht es darum, unsere Module komplett einzurahmen. Das heißt, ich habe hier zweimal 58,1 geschnitten, das passt dann an die Seite. Und da die 0,5 cm breit sind, habe ich hier nochmal 59,1. Ich hoffe, das sollte jetzt soweit passen. Aber das sieht auf den ersten Blick erstmal ganz gut aus. So, jetzt schnappen wir uns, wie schon erwähnt, Baukleber. Leimen die Holzleiste einmal komplett ein. Und setzen sie dann einfach nur vor das Styrodur. Richtig schön anpressen, sonst passt das nicht mit der mit dem zugesägten Gegenstück. Und wer jetzt noch mag und das Ganze ein bisschen schnell machen möchte, kann jetzt hier an die Ecken einfach noch ein bisschen Heißkleber machen. Dann klebt es sofort und wir brauchen nicht großartig warten und es verschiebt sich nichts mehr. Aber ich warte damit immer ganz gerne, bis ich alle Leisten dran habe, um zu gucken, ob auch wirklich alles passt. Und also dieser Baukleber trocknet doch relativ schnell und sollte in einer Viertelstunde, 20 Minuten, können wir dann auch sofort weiterarbeiten. Ja, das sind jetzt 6 Module, 24 Holzleisten, das werde ich jetzt erstmal einmal komplett einkleiden. Und dann haben wir die Vorbereitung getroffen und dann können wir endlich loslegen mit dem spaßigen Teil. So, unsere Grundplatten sind jetzt fertig und jetzt beginnt eigentlich der Spaß. Jetzt fangen wir ein bisschen an einzuzeichnen. Und zwar haben wir extra diesmal 6 Module gemacht, damit wir so ein bisschen drehen können, viele Variationen haben. Und ich werde jetzt mal ein kleines Muster aufzeichnen und werde dann erklären, was ich mir dabei gedacht habe. So, ich hoffe, das kann man gut auf der Kamera sehen. Ich habe jetzt hier eine Straße eingezeichnet. Hier haben wir ein T-Stück. Hier haben wir eigentlich ein gerades Stück, aber mit einer Kurve, weil wir es so ein bisschen geschwungen haben wollen. Und wir haben 3 richtige Kurven. Jetzt ist es so, nun können wir diese Module anordnen, wie wir wollen. Wir können zum Beispiel tauschen, wir könnten zum Beispiel sagen, wir möchten das Modul mit dem T-Stück hier ran haben. Wir gehen dann weiter, hier entlang laufen. Das lassen wir dann quasi hier auslaufen und tauschen dann das Ganze mit dem geraden Stück hier hinein. So, und so haben wir einfach verschiedene Variationen. Wir müssen jetzt natürlich unsere Straßen so anordnen, dass wir sie immer auf der Mitte der Straße haben, also immer auf der Mitte des Moduls, so dass dann auch die ganzen Verbindungsstücke immer passen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen blöd, weil wir immer den gleichen Abstand haben. Schön wäre es natürlich auch einfach mal zu sagen, okay, wir fangen hier an und hier hören hier hinten auf. Das können wir dann nicht so machen, da müssten wir mehrere Module bauen. Aber ich finde, so hat man schon genug Variation. Wir können hier echt viel tauschen. Ja, die Straßen werden wir mit Styrodur, mit Depron aufkleben. Und dann werden wir ringsherum mal gucken, wie wir so die ganze Landschaft gestalten. Als erstes nehmen wir Depron-Platten. Ich habe jetzt hier schon mal welche zurechtgeschnitten, die sind ungefähr in der Größe wie die Module selbst. Depron, ja, ist auch Styrodur, das ist 5 mm. Und jetzt werden wir uns hier einfach mal unsere Kurven aufzeichnen und dann dementsprechend ausschneiden. Das heißt, wir malen jetzt hier unsere Kurve drauf und passen das genauso an, dass es wirklich, ja, wir suchen uns jetzt hier ein Maß aus, wir werden mal gucken, wie breit die Straße werden soll. Wir arbeiten hier mit 15 mm, das heißt, ja, ich denke mal so um die 8 cm wird unsere Straße breit sein. Und dann müssen wir genau den Mittelpunkt suchen und schneiden uns dann quasi die Kurven aus. Genau das gleiche machen wir hier auch mit dem T-Stück. Das wird ein Stück, 3 Kurven und eine geschwungene Gerade. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Und dann kümmern wir uns um die weitere Landschaftsgestaltung. Ja, das sind unsere fertigen Straßenmodule jetzt quasi. Wir haben jetzt unsere Straßen aufgeklebt. Wir haben hier noch Überstände, die müssen wir dann im Nachhinein noch
schneiden und ich habe die Straße ein bisschen schon mal angeschrägt. Wir werden das Ganze ja dann auch noch verspachteln und das werden wir dann alles schön mit einarbeiten. Ja, jetzt machen wir uns weitere Gedanken, was soll hier noch drauf entstehen. Wir brauchen auf jeden Fall, wir haben gesagt, wir gehen in Richtung Tunesien, Italien. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch so leichte sandige Erhöhungen machen, nicht zu hoch. Und werden auf jeden Fall noch so ein bisschen mit schroffen Gestein arbeiten. Ja, das heißt, ich werde mir jetzt aus meinen ganzen Styrodurresten, die ich hier liegen habe, aus diesem ganzen Kram, werde ich mir jetzt Erhöhungen basteln, die wir dann schön zuspachteln können. Und ja, ich werde mir jetzt noch ein paar Gipsteile besorgen. Die werde ich noch mit einarbeiten in diese Strukturen. Und dann sind wir von der Landschaftsgestaltung erstmal so grob fertig und dann können wir auch schon spachteln gehen. Ja, wir sind ein ganzes Stückchen weiter. Wir haben jetzt die ganzen ja, natürlichen Erhebungen aufgeklebt. Das Ganze sind aus mehreren Schichten Depron entstanden, die dann an den Seiten abgeschrägt wurden. Das Ganze müssen wir dann gleich natürlich im trockenen Zustand noch schön verspachteln. Ich habe hier noch vereinzelte Felsenteile aufgeklebt. Auch das muss natürlich jetzt richtig schön trocknen und dann können wir es ordentlich verspachteln. So, jetzt werden wir mit dem Creme Brûlée Brenner einfach noch so ein paar Senken reinbrennen. Wo dann einfach noch so ein bisschen mehr, ja, so grober Geröll und so weiter, das wird dann dort noch platziert. Ich werde jetzt noch ein paar Senken reinbrennen, dann muss das einmal komplett durchtrocknen, beziehungsweise antrocknen und dann rühren wir uns Spachtelmasse an und dann verspachteln wir alles. Ja, als nächsten Schritt habe ich mir jetzt Spachtelmasse angerührt, das ist ganz normaler Flächen- und Glattspachtel aus dem Baumarkt. Kostet uns, glaube ich, 6-7 Euro. Ihr schnappt euch natürlich einen Malerspachtel. Ja, und jetzt müssen wir alle Übergänge abspachteln und auch diese ganzen Fugen zwischen dem Holzrahmen und der Styrodurplatte. Ja, und dann die ganzen Übergänge an den Straßen, die Hügel und ja, die Senken, die wir ausgebrannt haben, auf jeden Fall auch nochmal mit einspachteln. Und ja, das wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, das braucht dann auch erstmal bestimmt 1-2 Stunden, um gut durchzutrocknen. Es ist gerade sehr, sehr warm. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Und ja, das werde ich jetzt machen. Ganzen Fugen ausspachteln, die Hügel anspachteln, die Straßen anspachteln. Und ganz zum Schluss werde ich dann noch die ganzen Zwischenräume hier von den Felsen verfugen. Und ja, sobald ich damit fertig bin, zeige ich euch mal dann das erste Ergebnis. Ja, dann ist ja alles verspachtelt. Straßen, Hügel, die Felsen sind mit eingearbeitet und ja, jetzt muss das erstmal gut durchtrocknen, bevor wir jetzt weiterarbeiten können. Der nächste Schritt ist dann besanden. Wir werden die Straßen mit Chinchilla-Sand besanden und den Rest werden wir mit grobem Vogelsand besanden und dann werden wir noch so kleine Kieselsteinchen aufbringen, hier gerade hier so in der Kurvenregion, in den Senken, die wir gemacht haben, an den Hügeln hier noch ein bisschen groberes Gestein auf jeden Fall aufkleben und ja, wenn wir das alles komplett besandet haben, dann machen wir uns an die Bemalung der Felsen. Das ist ganz wichtig, das muss vorab passieren und dann können wir uns auch schon an die Grundierung rangehen. Also wir sind auf einem guten Weg, das hat jetzt auch noch gar nicht so lange gedauert. Jetzt haben wir allerdings erstmal eine richtige Trockenzeit von bestimmt 1-2 Stunden, bis das trocken ist und da müssen wir eh noch mal gucken, ob wir dann das Ganze noch mal ein bisschen schmirgeln, das Ganze ein bisschen runder machen und ob wir vielleicht gegebenenfalls noch eine dünne Schicht drauf spachteln müssen. Ja, dann warten wir jetzt erstmal und wir sehen uns später wieder. So, willkommen zurück. Ihr seht, es ist schon ein bisschen was mehr passiert jetzt. Ich habe hier die ganze Fläche schon mal besandet. Wie besprochen habe ich die Wege mit feinem Chinchilla-Sand abgestreut. Vorher habe ich noch die Hügel so ein bisschen angeschliffen, damit es einfach noch so ein bisschen runter geht. Und den Rest habe ich mit normalem Vogelsand bestreut, habe dann noch eine zweite Schicht von dem Chinchilla-Sand oben drüber gestreut, das Ganze mit dem Fixierspray fixiert und das trocknet jetzt noch ein bisschen. Jetzt will ich noch an den Fahrbahnrändern so ein bisschen grobes Geröll haben, gerade so in den Kurven. Da bringen wir jetzt noch so ein bisschen grobes Gestein auf. Dann, dazu habe ich hier so eine kleine Mischung, das ist so ja, Aquarium-Kies in verschiedenen Körnungen. Und ich habe mir hier jetzt verdünnten Weißleim angerührt und den werden wir jetzt einfach nochmal hier so an die Fahrrinne quasi legen oder einpinseln. Und dann streuen wir da von dem groben Aquariumkies ein bisschen was drüber und später, wenn wir dann alles entsprechend
bestreut haben, fixieren wir das Ganze nochmal. Ob wir das nur mit dem Fixierspray machen oder aber auch mit dem Pinsel gleich nochmal so ein bisschen rüber, das ist schön flüssig, damit das dann auch wirklich gut hält. Ja, das werde ich jetzt nochmal machen. An allen Ecken, ihr seht hier so ein bisschen einfach ein bisschen die Fahrrinne einfach nochmal ein bisschen hervorheben. Ja, das werde ich jetzt mit den ganzen Straßen machen. Und dann ist der nächste Schritt, ja, wieder eine Trocknungszeit, weil der Kleber natürlich jetzt erstmal trocknen muss. Und dann gehen wir an die Bemalung der Felsen. So, weiter geht's mit der Felsenbemalung. Das habe ich euch schon oft genug gezeigt. Ich habe wieder meine Earth Color Pigmente von Woodland Scenics hier. Ich habe 5 verschiedene Farbtöne. Wir brauchen auf jeden Fall Geländebaufixierspray und einen Föhn. Und wir versuchen das jetzt schon mal, weil es ist noch nicht ganz trocken. Aber hier so rund um den Stein sieht es schon ganz okay aus. Von daher ja, zeige ich euch das jetzt nochmal. Und zwar habe ich 5 verschiedene Töne, wie gesagt. Einen mittelgrauen Grauton, einen Umbrafarbton, einen Braunton, ein ja, sehr helles Grau und ein Schwarz. Das Schwarz brauchen wir allerdings erst zum Schluss. Wir beginnen jetzt mal mit unserem Grauton und wir tupfen einfach erstmal wahllos über unsere Felsen. So, das war's schon. Als nächstes schnappen wir uns einen Braunton. Wie gesagt, wenn die Farben euch zu dick erscheinen, macht sie lieber noch mal ein bisschen dünner. Die Farben kommen wirklich schöner, wenn sie dünner sind. Auch hier nur drauf tupfen. So, dann haben wir hier ein, ja, so ein Umbra. Und zum Abschluss nehmen wir nochmal den hellen Grauton. So, jetzt vermischen wir das alles noch ein bisschen und dann trocknen wir das erste Mal. Das heißt, wir gehen dann mit dem Föhn mal kurz rüber, sprühen eine Schicht Fixierspray auf, damit wir uns die Pigmente bei dem nächsten Arbeitsschritt nicht wieder runterholen. So, unsere erste Schicht ist trocken, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr Power reinbringen. Also das sieht schon geil aus. Wir haben so ein paar verschiedene Farbvariationen einfach schon drin. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr Kraft ins Spiel bringen. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal eine Schicht von unserem Grau, tupfen nochmal rüber. Nicht überall. Und ihr seht, ich hatte das in meinem Pigmentvideo neulich mal erwähnt. Pigmente kommen erst zur Geltung, wenn sie wirklich trocken sind. Und das merkt man dann beim Föhn immer, dass da einfach die Farbe richtig rauskommt. So, von dem Braun wieder noch ein bisschen rein. Und jetzt nochmal die Stellen, die wir eben vielleicht beim ersten Durchgang nicht so richtig getroffen haben. Dann noch einmal von unserem Hellen, da jetzt nicht mehr so viel, wirklich nur noch so ein bisschen tupfen. Und dann bringen wir auch schon das erste Schwarz gleich mit ein. Dann föhnen wir es nochmal trocken und dann gucken wir mal, wie das aussieht, ob uns das dann schon gefällt oder ob wir tatsächlich dann noch eine Schicht machen wollen. Bei dem Schwarz müsst ihr echt aufpassen, dann müsst ihr gucken, ob das nicht zu dick ist. Oh, das ist schon echt ganz schön heftig. Aber da wir das jetzt schwarz jetzt mit den anderen Farben auftragen, ist das völlig okay. So, jetzt wieder trocken föhnen. Ja, jetzt könnten wir theoretisch noch eine dritte Schicht auftragen. Ich glaube, das möchte ich auch noch. Gerade hier in dem vorderen Bereich ist das jetzt doch sehr dunkel wieder geworden. Wir werden einfach nochmal mit dem Hellen ein bisschen rübergehen.
noch ein bisschen Braun mitzugeben. Wobei in dem Bereich finde ich es okay. Nur da vorne war es ein bisschen zu dunkel. Ein ganz kleines bisschen Schwarz, um einfach nochmal die Schattierung rauszuholen. Den Rest holen wir dann eben mit dem Trockenbürsten im späteren Verlauf noch raus. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich mit der restlichen Farbe hier mache. Eventuell färbe ich jetzt damit gleich noch den kompletten Boden ein. Ich kippe einfach alle Töne zusammen und tupfe das einfach mal drüber, mache noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Leim rein. Und dann tupfe ich das rüber, dann haben wir nämlich schon unsere erste Grundierung drauf. Und eigentlich möchte ich hier mit Pigmenten arbeiten. Von daher brauchen wir nur eine dünne Farbschicht und die Pigmente geben uns ja dann das Weitere. Ich glaube, das mache ich so. Ich föhne jetzt die Felsen trocken, fixiere die noch einmal, mische dann alle Farbtöne zusammen, haue ein bisschen Leim rein und dann färbe ich die ganze Platte einfach mit den Farben ein. Nachdem unsere Platte nun gründlich eingefärbt worden ist mit der Restfarbe, ihr seht, sieht jetzt sehr, sehr wild aus, starten wir uns nun unsere Pigmente. Wir möchten gerne einen Braunton natürlich hier auf dieser Platte haben, der dann so ein bisschen ins wüstenähnliche, steppemäßige übergeht. Das heißt, wir verwenden jetzt erstmal nur einen einzigen Farbton. Und zwar ist das hier ein, müsste Rehbraun sein. Nein, es ist Umbra natürlich. Und die nutzen wir jetzt trocken. Das heißt, wir pinseln die jetzt quasi trocken auf unsere Module. Da brauchen wir jetzt einiges für, weil wir haben natürlich 6 Module. Und sobald wir alle 6 Module damit eingepinselt haben, dann gehen wir mit verschiedenen weiteren Farben ran und gucken mal, ja, wohin uns die Reise führt. Wir werden auf jeden Fall die Straßen so ein bisschen farbig absetzen und vielleicht im Gelände noch ein paar dunklere und hellere Stellen einbauen. Ja, da muss das Ganze fixiert werden. Und dann sollte es das schon gewesen sein mit unserer Farbe. Ja, unsere Platte ist nun braun. Jetzt werden wir nochmal mit ein, zwei verschiedenen Farbtönen da reingehen. Zum einen werden wir die Straße nochmal ein bisschen von dem Ganzen abheben. Da habe ich hier so ein, das Ganze nennt sich, Terra di Siena Natur. Das ist so ein Ockerton. Und damit gehen wir jetzt einfach über das Braun rüber. Und keine Angst, wenn euch das zu hell wird, dann könnt ihr einfach mit dem normalen Braunton wieder ein bisschen rüber gehen. Das müssen wir dann wahrscheinlich hier auch. So, auch so ein bisschen über die Steine mit hier rüber, die wir hier am Rand haben. Und verblenden das Ganze so ein bisschen mit dem, ja, mit der Umgebung hier. So, als nächsten Ton werden wir dann auf jeden Fall noch hier Umbra-Grün. Also es geht so ins Grau-Grünliche. Das werden wir auch noch nutzen. Das werden wir dann über diesen Gelbton einfach nochmal drüber machen. Aber erstmal die komplette Straße noch in diesem Terra di Siena. Ja, man sieht also jetzt schon einen kleinen Unterschied. Jetzt nehmen wir uns noch was von diesem Grauton. Nehmen wir ebenfalls für die Straßen und schon mal noch so ein bisschen um das Gestein drumherum. Und auch hier wieder schön die Farben ineinander so ein bisschen verblenden. Und das geht gerade mit trockenen Pigmenten einfach super gut. Ja, und als nächsten Schritt müssen wir das Ganze natürlich wieder sehr gut versiegeln. In meinem letzten Pigmentvideo habe ich euch ja gesagt, so trockene Pigmente wirken eigentlich immer, wenn sie trocken sind, am schönsten. Das ist jetzt auch so. Wir müssen sie aber jetzt fixieren, weil wir sie sonst natürlich, ne, das ist staubtrocken,
Und das heißt, die sind überhaupt nicht abriebfest. Nun mit Geländebau Fixierspray einmal komplett. Ich würde es am liebsten mit Terpentinersatz, sprich White Spirit, machen. Das trocknet erstens schneller. Das Problem ist, wir arbeiten hier mit Styrodurplatten. Das heißt, dieses White Spirit wird komplett alles wegfressen. Das ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Von daher, aber das Geländebau Fixierspray funktioniert da genauso gut. Nur es dauert halt ein bisschen länger in der Trocknung. Aber es ist heute sehr schön warm und daher hoffe ich einfach, dass das relativ schnell geht. Danach gucken wir uns einfach an, was passiert ist mit der Farbe. Ist es dunkler geworden, ist es heller geworden? Müssen wir nochmal mit Pigmenten nacharbeiten. Trockenbürsten müssen wir hier auf jeden Fall, weil die ganzen Steine und so weiter wollen wir natürlich auch nochmal hervorheben. Und dementsprechend gehen wir dann auch nochmal über unsere freien Flächen und Straßen rüber so ein bisschen. Das passiert ganz, ganz sanft. Also nicht so extrem. Und ich glaube, wir haben von der Farbe ist es, glaube ich, völlig okay. Wir haben halt keine Wüste mehr. Es ist ein heller Braunton. Wir haben hier so ein bisschen sandige Erde noch mit zwischen. Und ich glaube, das passt schon ganz gut. Jetzt haben wir das Ganze fixiert. Jetzt muss es natürlich einmal richtig gut wieder durchtrocknen, bevor wir da jetzt wieder rangehen können, weil sonst reiben wir natürlich alles wieder ab. Und wirklich achtet darauf, dass ihr alles wirklich einsprüht, weil alles, was ihr jetzt nicht einsprüht, haftet später nicht. So, unsere Pigmente sind nun trocken. Ich habe mir jetzt einen gräulichen Umbra-Farbton angerührt. Damit werden wir jetzt noch ein bisschen trocken würzen. Und zwar gerade unsere ganzen kleinen Steinchen, die wir hier links und rechts an der Straße haben. Die Straße selbst kann ein bisschen was abbekommen. Dann können wir mit der gleichen Farbe auch nochmal die Felsen so ein bisschen abbürsten. Und vielleicht noch an entsprechenden Stellen einfach auf der Platte. So, ich nehme mir mal alte Handtücher. Ne, schont ja auch die Umwelt. dann einfach ganz vorsichtig so ein bisschen die ganzen groben Steine einfach mal abbürsten und die Straße an sich auch einfach noch ein bisschen. Und zum Schluss gehen wir nochmal mit einem fast reinen Weiß einfach nochmal über die ganzen Steinchen drüber, um einfach nochmal so einen letzten Highlight da drauf zu bekommen. Und zum Abschluss nehmt ihr einfach nochmal ein bisschen reines Weiß, nehmt den gleichen Pinsel, den ihr vorher hattet, dass ihr so ein bisschen dieses Grau mit wieder einfangt. Und das muss jetzt wirklich richtig trocken sein, weil wir jetzt wirklich nur noch die Oberkanten der Steine einfach treffen wollen. So, wir versuchen es mal hier. Ja, das klappt ganz gut. Und jetzt einfach nur noch über die groben Steinchen nochmal rüberbürsten. Und dann wären wir mit der Bemalung eigentlich soweit durch. Ja, und kümmern uns dann mal um die Flockgeschichten. Da werden wir auch hier dieses Mal ein bisschen anders vorgehen. Also von der Technik nicht. Von der Technik wird das bleiben. Aber wir werden mal komplett andere Farben mit ins Spiel bringen. Ja, kommen wir nun zur Begrünung. Ich habe mir jetzt hier einen Shaker selbst angemischt. Das sind zwei verschiedene Farbtöne. Und zwar ist das einfach Blended Turf Earth Blend und einmal Fine Turf Burnt Grass. Das ist also ein sehr heller, gelblicher Grünton. Das ist so quasi unsere Grundfarbe, die wir jetzt auftragen. Und wir werden das jetzt hier auch nicht flächenmäßig auftragen, sondern wirklich so ein bisschen, so mehr so Flecken. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich werde jetzt hier verschiedene große Flecken aufpinseln. In etwa so, dass wir einfach so auch offene Stellen haben. Und da streuen wir unsere erste Schicht drüber. Das kann jetzt auch wieder grob sein. Das schütteln wir dann wieder runter. Und gehen dann mit weiteren Farben einfach nochmal drüber. Aber das ist halt so ein sehr helles Grün. Weil es ist ja nicht so richtig saftig, sondern wir sind ja so Halbsteppe, Wüste, Übergang zum Grün. Und werde ich jetzt alle sechs Module mal begrünen.
Und dann schauen wir uns mal an. Das wird natürlich noch sehr monoton aussehen, aber wir werden dann noch mit verschiedenen Flocks drüber gehen. Ja, wir haben jetzt kuhfleckenähnliche grünes oder helles grünes Gras auf unserer Platte. Nun wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen mit mehreren Farben begrünen. Zum einen nehme ich hier Feinturf Erde von Woodland Scenic und einmal Blended Turf Earth Blend. Ja, das noch mal so ein bisschen wahllos über die grünen Flecken drüber. Das ist das feine Turf auf jeden Fall. Und gleich gehen wir dann noch mal mit Coarse Turf rüber. Und da arbeiten wir dann noch ein bisschen heller mit einem etwas gelberen Turf. Und ihr seht hier auch schon, die Farbe wird hier jetzt auch schon noch mal ein bisschen heller. Ja, das könnt ihr direkt so in dem trockenen Zustand aufbringen. Und fixieren tun wir es dann mit unserem Spray. Nachdem die Platte einmal komplett versiegelt ist, nehmen wir uns jetzt unser Coarse Turf. Und hier habe ich jetzt ein Gelb und ein Light Green. Auch das streuen wir jetzt über unsere begrasten Flächen. Und da ist auch gar nicht so schlimm, wenn da mal was über die Flächen hinausgeht. Und wenn wir das drauf gestreut haben, dann müssen wir das nochmals versiegeln. Und dann werden wir mal gucken, was wir mit Vegetation machen. Ich hätte gern so ein bisschen ja auch mehr ins Gelbe rein, also nicht so wirklich saftig dunkelgrün möchte ich eigentlich nicht. Auch natürlich, aber ich würde auch gern so ein bisschen was Gelbes. Da müssen wir mal gucken, ob wir da mit Islandmoos so ein bisschen arbeiten. Aber erstmal jetzt eine Schicht Coarse Turf versiegeln und dann kümmern wir uns um die Vegetation. Ja, die Platte ist nun gründlich mit Fixierspray eingesprüht, die ist also wieder klitsche-klatsche nass. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Vegetation ins Spiel bringen. Ich habe hier so ein bisschen Islandmoos. Eigentlich bin ich nicht so der Freund von Islandmoos, aber auch hier hat Woodland Scenic ein paar ganz schöne Farben. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Und dann nehmen wir noch größeres Flock, indem wir hier zum Beispiel Underbrush Light Green, Medium Green weiß ich noch nicht, das ist mir vielleicht ein bisschen zu grün. Wir versuchen es mal mit dem Light Green. Da das aber schon echt grober Flock ist, da müssen wir auf jeden Fall mit ein bisschen Leim arbeiten. Da hilft nicht Fixierspray. Also tupfen wir einfach nochmal so ein bisschen Leim auf unsere begrasten Flächen, wo wir das jetzt aufbringen. Und platzieren entsprechend das grobe Flock. Und auch hier zum Abschluss könnt ihr ruhig nochmal mit dem Fixierspray drüber gehen. Umso mehr, umso besser. Ja, und davon werde ich jetzt einfach mal ein paar Flecken einfach nochmal setzen. Und dann gucken wir uns nochmal mit dem Islandmoos das so ein bisschen an und gucken, ob wir das, ja, ob das wirklich ins Bild passt, weil dieses Islandmoos ist schon speziell. Man kann das nachträglich auch noch beflocken. Aber das gucken wir uns einfach mal an, setzen einfach mal zwei, drei Büsche und gucken, ob das passt. Und wenn, dann arbeiten wir damit weiter. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Islandmoos. Das ist so ein bisschen, geht so ins ja, hellgrün, gräuliche. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Wir könnten einfach mal so ein paar Büschelchen aufsetzen und gucken, ob das gut aussieht oder ob das auch ins Bild einfach passt. Und sollte das uns nicht gefallen, nehmen wir dann das Zeug einfach wieder runter und machen entsprechend einen Flock drauf. So. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut machen. So dieses Grüne, glaube ich, ist nicht so mein Fall. Das tausche ich jetzt nochmal aus mit einem bisschen ja, pastelligen Ton. Das Grüne ist mir dann doch ein bisschen zu too much. Aber dieses Grün-Gräuliche, das finde ich, glaube ich, schon ganz gut. Das passt sich auch in dieses Steppenbild ein. Ja, da werde ich jetzt einfach nochmal ein paar Büschelchen setzen. Und dann wären wir, glaube ich, auch mit der Begrünung schon fast durch. Ich würde jetzt noch ein bisschen Grasbüschelchen setzen an entsprechenden Stellen, so gerade hier so im Felsenbereich, würde ich noch so ein paar Grasbüschel setzen und dann kümmern wir uns dann noch so um ein paar, ja, ich denke mal Bäumchen, dann sollten wir mal gucken. Also da kann man, glaube ich, auch mit, gerade bei Bäumen können wir hier, glaube ich, eine Mischung machen zwischen ein paar Palmen, das würde dann wieder ein bisschen auflockern und ja, so in Richtung Olivenbäume und so weiter. Ich habe da noch was vorbereitet, das zeige ich euch gleich nochmal.
Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir hier geländetechnisch noch machen können. Ja, und um das jetzt alles abzuschließen, nehmen wir uns hier noch ein paar Tufts. Ich habe jetzt hier Sandy Tufts und Straw Tufts von Watergames. Also einmal so ein bisschen dunkler und einmal so ein bisschen heller, verdörrtes Gras. Die kleben wir jetzt einfach nochmal mit Sekundenkleber so ein bisschen zwischen die Felsen. Mal gucken, ob das nicht schon zu hell ist. Aber ich denke mal, so in Verbindung mit dem Dunklen sollte das ganz gut aussehen. Ja, die werde ich jetzt noch so ein bisschen um die Felsen rumplatzieren. Und dann sind wir mit den Modulen eigentlich fertig. Und dann müssen wir uns nochmal ja, so ein bisschen um weitere Geländeteile kümmern. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall vielleicht ein paar Bäume. Ich habe da noch was vorbereitet, das zeige ich euch gleich noch. Ja, aber auf jeden Fall brauchen wir Bäume und Baumbasen, irgendwie in irgendwas in die Richtung. Da müssen wir gleich mal gucken, da müssen wir mal schauen, was wir da noch machen können. Ja, die Platte ist nun fertig. Ich habe jetzt ein paar Steps übersprungen. Da zeige ich euch gleich mal ein paar Bilder mit der Shaky Cam und wir gehen mal nah ran an die Platte. Ja, ich habe eben noch die Ränder geschwärzt, die sind noch sehr feucht, das heißt, die Module stehen alle ein bisschen auseinander. Aber ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Naheinsicht und ich erzähle euch ein bisschen was. So, gehen wir ein bisschen in die Naheinsicht. Ja, wir haben ja gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Gelände für oben drauf. Das heißt, ich habe hier noch so einen kleinen ein Gärtchen, Olivenbaum, Hain, was auch immer gebastelt. Das sind einfach ganz normale Steinmauern, die sind von Flames of War direkt erhältlich. Ein paar Woodland Scenic fertige Bäume, den Boden so ein bisschen angepasst. Ja, dann habe ich hier so ein paar Restbestandsbäume einfach noch genutzt, die ich noch so rumliegen hatte. Und wir haben natürlich auch ein paar Palmen noch drauf, weil wenn wir hier so gerade so Tunesien und so weiter, können wir ruhig mit Palmen auch noch arbeiten. Und auch selbst wenn wir in Italien, Landung in Sizilien und so weiter, auch dort können wir sicher mit der einen oder anderen Palme noch arbeiten. Ja, dann haben wir hinten noch so ein paar kleine Strommasten, die hatten wir noch schon fertig von unseren alten Spielfeldern. Und wir haben hier noch neue Häuser, auch die sind aus der Italien Range von Battlefront. Und ja, wir haben natürlich noch ein bisschen was begrünt. Ich habe zum Abschluss noch ein bisschen von dem Weathering Spray genutzt. Da habe ich einfach noch mal so ein bisschen das Islandmoos noch mal so ein bisschen eingefärbt. Bin noch mal über die Palmen rübergegangen. Noch mal über die Wege, Straßen, Hügel einfach noch mal so ein bisschen eingesprüht, um noch so ein paar sandige Flecken zu erzielen. Ja, damit sind wir nun eigentlich auch fertig. Und ja, ich würde sagen, wir treffen uns jetzt noch mal in einem Standbild. Ja, wir sind nun also fertig. Ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Fotos machen kann, ob ich die noch mit ranhängen kann, ein paar Detailbilder machen kann. Natürlich ist die Platte jetzt noch ziemlich leer. Also das heißt, wir könnten jetzt hier schon noch mit ein paar Geländestücken arbeiten. Wir haben jetzt nicht so wirklich Waldbases oder so, wie wir sie auf anderen Platten sehen. Wir haben hier vereinzelte Bäume stehen. Wir haben so ein paar Mauern, ein paar Hügel, was das so ein bisschen das Gelände so ein bisschen deckend macht. Aber ansonsten ist es doch recht offen. Also ich bin gespannt, wie sich die Platte spielen lässt. Wir haben natürlich jetzt so die Variation in den Straßen. Da können wir so ein bisschen mit bisschen verschiedene Positionen einfach spielen. Das finde ich ganz gut. Ich bin wirklich gespannt, wie sie sich schlagen lässt. Und ich denke mal, das wird nächste Woche auch gleich passieren. Ja, kurz nochmal zum Weathering Spray. Ich weiß nicht, ich habe noch gar keinen Shortcut dazu gemacht. Eigentlich wollte ich noch einen Shortcut dazu machen. Und zwar haben wir wieder das Dirty Down Weathering Spray. In, ich glaube, 5 verschiedenen Farbtönen haben wir es gerade hier. Das ist super, super genial. Und zwar gab es das damals, die Firma Model Mates. Das war ursprünglich, also Dirty Down war die Ursprungsfirma. Dann daraus kam Model Mates. Ja, genau, richtig, Model Mates. Und Dirty Down hat eigentlich und macht heute noch Produkte für Film und Fernsehen, also Weathering-Produkte für Film und Fernsehen. Dann haben sie mit der Model-Made Range einfach so eine Range für Modellbauer ins Leben gerufen, wo es einfach auch einen ultra geilen Rostton gibt. Und sie hatten diese Spraydosen in 200 Milliliter. Dann haben sie ja die Model-Made Range eingestampft und sind wieder zu ihrer Ursprungsfirma Dirty Down gegangen. Und ja, es gibt wieder Spray und auch den Rostton. Den Rostton wird es ab August wieder im 25 Milliliter Pot geben. Und die Weathering Sprays gibt es in den 400 Milliliter Dosen. Die sind natürlich recht teuer, kostet so eine Dose knapp 20 Euro. Das ist natürlich schon eine Ansage für eine Sprühdose. Aber die sind extrem genial. Also wenn ihr wirklich zum Beispiel MDF verwittern wollt, kauft euch 2, 3 Farbtöne und ihr seid super schnell fertig. Also das Zeug ist richtig, richtig geil. Ich habe das auch für die Walking Dead Platte genutzt. Hier habe ich es jetzt ein bisschen nur genutzt, um einige Sachen nochmal einzufärben.
Und ja, wie gesagt, in 5 verschiedenen Rosttönen haben wir es da. Guckt mal einfach bei uns im Marke Eigenbaushop. Ja, das war's dazu. Das war's zu der Platte. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps und Tricks mitnehmen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich denke mal, nächste Woche sehen wir wieder was zum Spielen. Und ja, von daher wünsche ich euch jetzt ein schönes, warmes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!